Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hoyt National, dem FIFA 21 Karrieremodus. Wir haben das Transferfenster verlassen und haben nochmal richtig zugeschlagen. Mikkel Damsgaard, unser teuerster Neuzugang für, ich glaube, was waren 27 Millionen oder so um den Dreh, haben ihn verpflichtet. Letzte Woche hat er noch nicht gespielt. Heute wird er spielen und es ist auch wichtig, dass er spielt und hoffentlich spielt er gut, denn der Tabellenzweite Bayer 04 Leverkusen kommt zu Gast ins Kieler-Holstein-Stadion. Die haben 3 Siege und ein Unentschieden nach 4 Spielen. Wir haben ja ganz, ganz knapp letzte Woche endlich auch verdient, muss man sagen, auch verdient, gegen den VfB Stuttgart endlich unseren ersten Punkt geholt. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, ob sie noch irgendwas tun. Wir spielen schon Freitag, ihr seht's. Wir gehen erstmal ins Intro und dann gucken wir auf die Aufstellung. Wir haben ja noch nicht so richtig reingefunden in diese Bundesliga. Ist auch die Frage, mit welchen Spielern wir das angehen. Doch hat sich keine klare Startelf kristallisiert. Ich guck mal ein bisschen und spiele hier mal ein bisschen rum. Wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Yannick Dehm letzte Woche ein echt gutes Spiel gemacht. Auch das entscheidende Tor durch Fabian Reese entscheidend vorbereitet, sich richtig gut reingeackert. Der wird spielen. Neumann und Wahl, auch kein Grund, diese beiden Spieler auszutauschen. Araibi kehrt zurück. Felix Agu macht das auch gut. Im Tor Däne und Gelios. Ich weiß gar nicht, wer letzte Woche gespielt hat. Ich lasse jetzt Däne mal spielen. Hat sich letzte Saison durch überwiegend sehr gute Leistung verdient. Im Mittelfeld Meffert und Mühling haben auch ganz gut angestellt. Und davor kommt, wie gesagt, Mikkel Damsgaard zu seinem Debüt. Und vorne Reese, der Torschütze von vergangener Woche. Und Serra, der auch gut geackert hat im letzten Spiel. Indem er gespielt hat auf der Bank, Komenda, Musiala, Fagir, der nicht schlecht war, Mvene, Baku, Burkhardt und Gelios. Freitagabend, das Flutlicht leuchtet. Bayer 04 Leverkusen ist zu Gast im Kiel-Holstein-Stadion. Es sind immer noch Namen, an die ich mich erst gewöhnen muss. Das ist jetzt die Bundesliga, das haben wir uns letztes Jahr erarbeitet und wollen zusehen, dass wir nicht direkt wieder absteigen. Und dafür, wer erwartet halt diese schwere Aufgabe und Punkte werden sehr wichtig, wird aber wie gesagt schwer. Spielerdebüt, Mikkel Damsgaard, 21,7 Millionen so rum von Sampdoria Genua, der Däne, der bei der EM momentan. Wann kommt das Video raus? Weiß ich nicht, ob Dänemark da noch drin ist, aber auf jeden Fall hat er gut für Aufsehen gesorgt. Und hoffentlich kann er das heute auch. Und natürlich im positiven Sinne. Nille, der Coach, guckt auch kritisch. Gucken wir auf die Aufstellung der Kieler Gelios. Nein, Däne im Tor heute. Agua rein, Wahl, Neumann und Dehm. Meffert Mühling. Davor eben angesprochener Damsgaard und vorne links Reese, vorne rechts Serra. Es kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass das unsere Startaufstellung werden könnte mit einigen Änderungen. Letztes Mal haben wir ja 5 oder 6 Änderungen gehabt, aber Leverkusen mit Pavlenka am Tor, davor Sinkgraven, Tabsoba, Mandi und Weiser, davor Arangis, davor 4 mit Diaby, Palacios, dem hierbei und Amiri und vorne Bakambu. Also eine sehr starke Aufstellung. Haben sich Pavlenka geholt aus Bremen, Mukiele erstmal nur auf der Bank. Kiel im Blau-Weiß-Rot, Leverkusen ganz in Rot und Kiel stößt an. Und der Ball rollt. Die Frage ist natürlich, was macht die Kieler Abwehr vor allem? Ihr seht, sie stehen sehr breit, sehr tief. Viel Platz für Ballbesitz. Mühling auf dem. Neumann. Wieder Mühling, kriegt den Ball gerade noch weg, Meffert, Reese und der schickt gleich mal Felix Agu. Aber noch ist keiner in der Mitte, muss er abbrechen. Auf Damsgaard, erster Ballkontakt gegen Tabsoba, glaube ich, und verliert den Ball direkt. Aber das war natürlich auch eine schwierige Situation für den jungen Dänen. Jetzt müssen wir aufpassen, Araibi rückt hier ein Stück raus, Palacios mit Diaby und dann ist Dänen, nein. Junge, ich komme hier völlig durcheinander. Dann ist Araibi gut zur Stelle. Serra hält den Ball und verliert ihn dann doch. Arangis, Amiri. Kommt da auch einer ran? Wale zwischen wieder zurückgerückt. Kommt nicht richtig ran. Der Schuss und das ist das Tor. Das geht natürlich viel zu leicht. Bakambu. Nach 8 Minuten. Und der Favorit führt. Demirbay, ja, Wahl kommt nicht ran und dann das Tor. Cedric Bakambu. Und Kiel mal wieder. Mal wieder in Rückstand.
Ohne geht's nicht bisher. Meffert. Meffert, Riese. Sieht vielversprechend aus. Will da dem schicken, aber Diaby Spiel arbeitet ist der gut mit Ball vom zurück. Weg. Agu und Araibi, das haben sie gut verteidigt, aber Kiel muss jetzt natürlich, und das spielt Leverkusen klar in die Karten. Araibi, nächster guter Zweikampf. Spielt bisher ganz gut. Damsgaard. Dem. Täuscht er an und der Ball ist weg. Das war eine viel zu leichte Finte. Serra wieder sehr gut gegen den Ball. Damsgaard will den Ball in die Mitte legen, aber wird aufgehalten. Und jetzt muss ich aufpassen, dass sie hier nicht ausgekontert werden. Diaby, Bakambu, Palacios, alles gute, junge, schnelle Spieler. Die können kontern. Neumann macht das gut gegen Diaby, kein Foul. Auch wenn der Leverkusen sich da beschwert. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Riese, Meffert, Serra und Dem. Und das ist halt diese Chance bei der Systemflanke, aber gerade noch abgeblockt und gibt Ecke. Also Kiel kann nach vorne spielen. Ecke von Mühling. Auf Serra. Und da hat die Pfosten von da aus rein. Und das ist der Ausgleich. Ja, die Serra macht sein erstes Bundesliga-Tor. Und trinkt ein Schlückchen Tee oder Kaffee oder was auch immer. Vielleicht war da auch hochprozentiges drin im Becher. Gute Ecke und dann steigt er am höchsten, kommt den Ball an den Pfosten und dann geht der Verblenker an den Rücken. Weiser duckt sich da weg. Und der Ausgleich. Leverkusen war hier eigentlich schon leicht besser, wird als Eigentor gewertet, ist auch, denke ich, richtig. Aber alles wieder offen. Und das nach knapp 30 Minuten. Und Kiel ist drin. Oh, da Reese fast mit dem Ball gewinnen. Jetzt müssen sie aufpassen, denn der zweite Ball geht zu den Leverkusen an. Bakambu. Gute Aktion. Raus auf Amiri. Wieder Bakambu. Nochmal hinten rum auf Arangis. Wieder auf Bakambu. Langsam muss mal einer ran. Schuss abgeblockt, Schuss wieder abgeblockt. Und jetzt vielleicht sogar die Konterchance. Mit Serra. Und wieder unten der ganz umtriebige Yannick Dem. Macht Meter. Hat Vorsprung vor Palacios. Bringt den Ball in den Rückraum. Mühling kommt zwar ran, aber nicht gut genug. Aber das könnte ein Mittel sein. Konter über die Außen. Und dann den Ball in die Mitte. Neumann gegen Diaby. Diaby bleibt Sieger, kommt aber auch nicht wirklich nah aufs Tor zu. Palacios, klasse Ball. Und diese Pässe sind richtig gefährlich. Tor, war es wieder Bakambu? Jo. 40. Minute und Leverkusen führt wieder. Und diese Pässe, wenn sie so 20 Meter vom Tor den Ball haben, dann muss natürlich einer rauf, weil von da darfst du die, egal wen, darfst du da nicht schießen lassen. Und wenn dann der Ball kommt so Richtung Elfmeterpunkt, das ist sau schwer zu verteidigen. Macht Leverkusen bisher gut. Ich glaube auch, ja, fast jeder Gegner von uns hat bisher so getroffen. Leipzig auf jeden Fall, Mainz auch. Das ist sau schwer zu verteidigen. Damsgaard bisher noch sehr unauffällig. Mühling, okay, das war ein schwacher Ball. Jetzt konzentrieren. Nicht noch eins vor der Pause kassieren. Wahl gegen Diaby. Bakambu, wieder Diaby. Jetzt muss da einer rauf. Und Neumann hat das gemacht. Damsgaard, gute Ball an und Mitnahme. Ah, dann der Fehlpass von Reese und der könnte gefährlich werden. Aber Araibi hat heute eine richtig starke Zweikampfquote. Eine Minute Nachspielzeit gibt es. Foul. Schiri. Schiri. Und Halbzeit. Leverkusen führt hier mit nur einem Tor. Bakambu mit dem Doppelpack. Aber Kiel, nach dem, also, es ist ausgeglichen, es ist noch alles drin. Das kann man auf jeden Fall sagen. Am Freitag gibt es natürlich kein Parallelspiel.
Deswegen geht es direkt rein in die zweite Halbzeit. Leverkusen jetzt von links nach rechts. Beide Teams unverändert. Oh, Mühling. Im zweiten Versuch schafft es dann, Diaby zu stören. Gibt Einwurf für die Leverkusener. Araibi, oh, das wird gepfiffen. Und das ist eine gute Frei. Obwohl 30 Meter vielleicht ein bisschen weit, obwohl Demirbay eine exzellente Schusstechnik hat. Schießt aber gerade, doch. Schießt direkt, aber den sollte Dene haben. Und Dene hat ihn. Neumann. Araibi. Treibt den Ball jetzt mal selbst nach vorne. Damsgaard. Mit dem Ballverlust. Der ist überhaupt noch nicht drin im Spiel. Überhaupt noch nicht in Kiel angekommen. Der lange Ball und Dene ist da. Mühling auf Wahl. Und der hat Platz und der macht Meter. Und schickt Agu. Und das war ein richtig guter Pass. Und das ging relativ einfach. Agu. Ah, schafft es dann nicht gegen Weiser den Ball zu behaupten. Setzt nochmal nach, aber schafft es nicht den Ball wieder zu holen. Aber so schnell kann es gehen. Ein langer Ball von Wahl aus der Innenverteidigung. Und der muss jetzt aber erstmal hinten arbeiten. Gott sei Dank, der Ball zu weit. Also es gibt Möglichkeiten. Aber bisher nur nach der Ecke gefährlich und erfolgreich. Oh, Fehlpass. Fehlpässe müssen wir reduzieren. Oder überhaupt Fehler. Neumann rückt raus. Oh, dann ist einer durch. Und das ist stark gemacht. Und das ist das 3-1. Palacios war's. Es geht dann doch zu leicht. Und wir kriegen einfach zu viele Gegentore. Vorne können wir teilweise eigentlich echt ganz gut mitspielen. Serra. Meffert. Wieder Serra. Auf Damsgaard. Oh, der kommt da fast an Mendy vorbei. Ganz langer Ball auf Diaby. Der kommt nicht raus. Und Diaby kriegt den Ball auch nicht. Alario für Bakambu jetzt in der Partie. Und Kiel natürlich mit einer ganz schweren Aufgabe. Und Leverkusen arbeitet auch gut gegen den Ball. Amiri auf Alario. Palacios. Und ja, langsam verfallen sie hier, die Kieler. Demirbay 4:1. Das ist schade, denn wir waren eigentlich gut drin in der Partie. Und jetzt doch recht deutlich. Nächste Woche kommt der SC Freiburg. Meffert rennt da in Demirbay rein. Übrigens Musiala für Damsgaard, der kein gutes Debüt gefeiert hat, muss man sagen. Und Burkhard für Riese jetzt auf dem Platz für die Kieler. Oh, klasse Pass auf Diaby. Oh Gott, was war das für ein Pass? Und Alario darf auch nochmal 5:1. Das ist jetzt doch deutlich. Mühling mit dem Ballverlust und Wahl kriegt den Ball noch nicht unter Kontrolle. Und jetzt werden wir hier richtig in die Schranken gewiesen. Und das, obwohl es eigentlich lange Zeit wirklich ein relativ ausgeglichenes Spiel war und wir durchaus mitspielen konnten. Serra bleibt auch hängen, das ist dann auch zu verspielt und Leverkusen macht es jetzt richtig gut, richtig schnörkellos, direkt nach vorne. Demirbay auf Diaby, was ein Pass, was ein Seitenwechsel. Für Saiko gerade eingewechselt, dann auch viel Platz und Mühling. Und das war wohl auch noch im 16er. Gibt jetzt in der 80. hier auch noch Elfmeter. Also das wird richtig deutlich. Ja, war wohl auch richtig entschieden. Tabsoba legt sich den Ball zurecht. Und macht ihn rein. 6:1. Also wir zahlen hier Lehrgeld ohne Ende. Und das ist schade. Das ist richtig schade. Denn auch hier lief es zeitweise. Okay, Leverkusen hat uns an die Wand gespielt. Das war deutlich. Mainz auch.
Aber die drei anderen Spiele, Stuttgart, Schalke und auch Leipzig, das war halt, ging hin und her. 3-2, 3-2 und 2-2. Das ist schade, dass wir jetzt nur einen Punkt aus den ersten fünf Spielen haben. Und voll im Abschiedskampf sind. Eieiei. Fekir. Natürlich ist das auch extreme Klasse, die Leverkusen hier auf den Platz bringen kann, aber 7-1 tut weh. Also Leverkusen haut uns hier richtig ein auf den Platz. Da muss man jetzt schauen, was man macht. Ich würde sagen, wie gesagt, jetzt geht's. Jetzt kommt der SC Freiburg. Schöner Pass nochmal von Mühling. Aber die Flanken von dem sind auch echt nicht gut. Also jetzt kommt der SC Freiburg. Den würde ich nochmal auf Legende probieren. Ist auch eher ein Team, was in unserer Kragenweite sein müsste. Genau wieder. VfB Stuttgart oder auch Schalke. Und das warten wir nochmal ab. Gucken mal, wie das Spiel wird. Das ist dann nächsten Sonntag, meine ich. Nächsten Donnerstag. Und dann danach das Spiel. Gucken wir dann, ob wir dann weiter auf Weltklasse spielen, auf Legende, oder ob wir runtergehen auf Weltklasse. Weil so, das macht euch keinen Spaß, das macht mir keinen Spaß. Leverkusen sicherlich eine der besten Mannschaften der Bundesliga dieses Jahr. Aber 7-1, das muss nicht sein. Darmstadt konnte als Holstein-Neuzugang im ersten Spiel leider nicht überzeugen. Wie haben sie sein eher doch enttäuschendes Debüt gesehen? Bei einem neuen Team hat man es nie leicht. Der braucht noch ein bisschen, er ist auch gerade in der Umwandlung zum ZOM vom LF. Vielleicht wird es dann besser. Wenn man sich anschaut, wie gut bei Leverkusen besetzt ist, war klar, dass es schwer wird. Wie sehen Sie die Leistung? Ja, Leverkusen war extrem stark. Der Gegner war besser, muss man so sagen. Wir müssen weitermachen, gucken, dass wir gegen Freiburg kommen. Holstein Kiel ist heute ohne Tore geblieben, hat am Ende deutlich verloren. Woran lag es? Wir haben ja ein Tor gemacht, aber weiß ich auch nicht. Leverkusen war besser. Ja. Das muss besser werden, muss besser werden. Leverkusen natürlich eine Klasse besser als wir. Das ist auch in Ordnung. Das Spiel heute ist auch nicht so das Problem, aber dass wir nach fünf Spielen einen Punkt haben, das ist halt schon ein Problem. Mikkel Damsgaard meldet sich und sagt: Hallo Boss, es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich wollte nur versichern, dass ich alles tun werde, um mit der Mannschaft Erfolg zu haben. Wenn Sie es so wollen, dann spiele ich gerne als offensiver Mittelfeldspieler aus meiner Sicht. Machst du das gut? Das wird schon. In der Tabelle sehen wir, dass Bayern und Leverkusen beide im Gleichschritt davon ziehen, beide 13 Punkte, Bayern das leicht bessere Torverhältnis, dann Leipzig und dann Schalke. Man muss auch sagen, das waren Leipzig, Leverkusen und Schalke, also Plätze 2, 3 und 4 waren unsere ersten, oder waren unter unseren ersten 5 Gegnern. Das ist natürlich schwierig, ja, das ist schwer, das ja, erklärt vielleicht auch so ein bisschen, dass wir erst einen Punkt haben. Dahinter kommt dann Dortmund, Frankfurt und unser nächster Gegner Freiburg, auch schon mit 2 Siegen, 2 Unentschieden und nur einer Niederlage. Wird also schwer. Mainz 9., Bremen 11., Stuttgart 14., gegen die haben wir gepunktet. Dann Wolfsburg auch nur 4 Punkte, Augsburg 4 Punkte, Heidenheim 3, Hertha 1. Haben also auch noch nicht gewonnen und wir auch ein. Es ist, wir haben 19 Gegentore, das ist ein Riesenproblem. Gut, 7 davon waren heute dabei. Es ist noch alles drin. Ihr seht, 13. Augsburg sind nur 3 Punkte weg, das ist ein Sieg. Ich hoffe, wir können jetzt gegen Freiburg punkten. Schaltet gerne wieder ein, denn es wird wahrscheinlich besser als 7-1. Das kann ich, glaube ich, schon sagen. Ansonsten müssen wir die Schwierigkeit wieder runterstellen. Aber das wäre auch kein Problem, denn die Saison ist noch lang. Wir machen das noch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet bei allen Sachen, die ich so produziere, wieder ein. Abonniert hier gerne kostenlos den Kanal, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns, ja, Sonntag oder zum Podcast. Lille Clips, abonniert das auch. Tschüss. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.